Oh, hallo, Freunde. Wie gesagt, weiter geht's hier mit Metal Prime Remaster. Und holen wir uns den Morphball. Doch halt, was kommt dort? Unvorhersehbares. Kleine Krabbelviecher, die ich jetzt wegballern werde. Aber ich habe ja kein Charge-Beam, ich habe nur die kleine Schussvariante. Das ist aber schwierig. Das könnte kompliziert werden. Aber wie ich sehe, kriege ich hier genug Munition her, dass es ruhig ein bisschen bombig sein darf. Die Stimmung wird dann bombig. Das ist ein guter Begriff dafür. Genau, jetzt habe ich hier ein paar Bomben. Und du auch noch. Und der kriegt eine mitten ins Gesicht. Und jetzt habe ich natürlich die Mama aufgeschreckt. Und die Mama ist, die ist ein Nashornkäfer. Und die ist nicht so gechillt. Mein Hinterleib leuchtet rot. Jetzt mache ich dich tot, sagt sie. 2, Sprung, Schuss. Schon tot? Nee, oder? Doch, krass. Irgendwie soll's recht sein. Fähigkeit erlangt. Morphball erhalten. Und einsatzbereit. Sehr cool. Ah ja, genau, hier kann ich gleich den Morphball benutzen. Kann man eigentlich schon springen damit? Nee, ich glaube, wenn man die Bomben kriegt, dann kann man damit springen. Mein Gott, was will ich denn heute verkehrt bei der Störung? Die Störung. Die Störung ist so wunderschön und ich habe sie irgendwie gerade ein bisschen verwechselt. Naja. Jetzt kommt die kleine Skarabeos-Käfer. Wer die letzte Folge angesehen hat, der weiß noch, dass hier oben ein Gang existiert, bei dem man halt den Morphball braucht. Und den Morphball hatte ich vorher leider nicht. Und deswegen werde ich den Morphball jetzt dafür verwenden. Sehr gut. Da gehen wir durch. Dann killen wir ein paar von den Viechern, damit wir ein bisschen Leben wiederbekommen. Sehr gut. Dann ab dadurch. Dann geht der Gang weiter, kommen neue Viecher. Boah. Die machen schon gut Schaden. Aber die geben auch gut Leben. Boah, wo bin ich? So, ah, da ist die Tür. Was ist das denn? Fontäne wird durch stark tiefer liegenden irgendwas überwuchert. Das da oben ist außerhalb der Reichweite. Da oben sehen wir schon Fähigkeiten für die nächste Fähigkeit. Fähigkeit sag ich schon. Ja, auf jeden Fall sieht man da oben halt schon ein Element für die nächste Fähigkeit. Oder was heißt nächste Fähigkeit? Das dauert schon noch ein bisschen, bis sie zutrifft. Und ich sage mal, das Spiel ist irgendwie ganz schön dunkel gerade. Kann ich da was machen? Das ist ja extrem dunkel. Gibt es da keine Einstellung? Doch, da. Optionen. Anzeige. Alles an, alles an. Krass, das gibt's nicht. Ja, okay, dann. Es ist extrem dunkel gerade. Komm ich da hoch? Ja. So, holen wir uns die Inschrift. Was ist mit der Frage, wie ich da lang? Okay, sehr gut. Ja, das kann ich doch öffnen. Ah, jetzt bin ich hier. Da kommen diese Tentakeldinger aus dem Baumwandstück überall heraus. Genau, Kultsymbol. Das heißt, es gibt hier, ich glaube, vier Teile, die man scannen muss. Analyse deutet auf die Präsenz eines Teils hin.
Also muss man die wegschießen und dann muss man scannen. Und somit habe ich sie jetzt aktiviert. Genau, das da. Das kann ich erst scannen, wenn ich da oben bin. Das sind Blöcke, sandsteinfarbenes irgendwas. Das sind Munition erfüllen. Muss man hier nur genau hingucken, wo was ist. Oh oh, Fehler! Fehler! Das war ein Fehler. Okay. Wo geht's denn da hoch? Hier. Dann scanne ich das. Hat das Board schon aktiviert? Ich weiß nämlich auch nicht mehr genau, wo die sind. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ach, die kriege ich gar nicht damit weg. Lava-Rababa. Kriege ich nur den Powerbomben weg, ist er doof. Oh nein, jetzt verrecke ich hier. Shit. Ja, tatsächlich komme ich jetzt da gar nicht weiter. Krass. Unerwartet. Okay, muss ich dann erstmal hier den Weg wieder zurück. Also dafür brauche ich auf jeden Fall die Powerbombs. Und hier rüber. Sehr gut. Dann gehe ich mal da rein. Okay, die giftigen Pilzsporen abwarten und dann rüber. Viel Leben habe ich nicht mehr, das ist doof. Ah, oh, da kann ich auch nicht rein. Wahnsinn, jetzt komme ich schon an zwei Stellen nicht weiter. Okay. Okay, ja, das ist so gefährlich hier, die Gegend. Abnormal. Ja, meine einzige Hoffnung ist, dass die ein bisschen zu mir fliegen, dass ich das einsammeln kann, das Circle. Nein! Er hat sich eingesammelt. Ist aber auch dunkel, der Raum, das nervt. So. Döp, döp, döp. Also da komme ich definitiv erst später hin. Da kann ich noch nicht rein. Und hier habe ich eben nicht rüberspringen können. Verbindungstunnel zum Transporter. Oder soll ich mir nochmal Leben holen und mal versuchen, da durchzukommen? Ich wüsste jetzt sonst gar nicht, wo ich lang muss. Direkt hier, Mann. Das ist nicht so leicht anzunehmen, dass das okay ist. Vor allem, weil es jetzt so pechschwarz ist. Jetzt kommen wir in den nächsten Viecher. Wenn man noch den Schuss drauf hat, dann ist es echt anstrengend zu spielen. Charge spielen sollte es aber dann wieder regeln. Also ich gucke nochmal nach. Hier habe ich jetzt gerade gar nichts, was mich interessiert, oder? Kann das sein? Außer hier die große Nisthalle. Große Nisthalle.
So folgender Plan. Ich schaue mir jetzt nochmal die Tür hinten in diesem einen Raum an, bevor ich dann den ganzen Weg laufe und dann ist das der richtige Weg. Bedeutet somit, dass man hier einfach nichts sieht. Es ist so schlimm. Unnötig. Ja, auch Energie fangen können. Also. Ich springe jetzt mal hier rüber. Dann springe ich da, da und dahin. Dann hier rauf. Dann auf die Brücke. Ah ja. Ah ja. Schaut sich das einer an. Ey, geh weg, du Schlawiner. Manchmal muss man doch zweimal hinsehen, um den richtigen Weg zu finden. So. Neue Umgebung. Oh, perfekt. Ah, ja, speichert doch gerne. Dann ist das auch wieder erlegt. Mal speichern. Pilze ballern wir weg. Krass, die explodieren. Oh. Okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Ah, okay. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier bekommen wir nämlich den Charge Beam. Weg, das weg, darüber. Ich glaube, das hier muss man scannen. Hier drüben auch noch was? Hier ist nur eine Wurzel. Aber hier. Außerhalb. Komm, mach keinen Blödsinn. Das hier noch gescannt. So, und jetzt geht's hier hoch. Weg, du nicht. 1, 2, 3. 4. Charge Beam steht's auch schon. So, der ist auch wieder da. Jetzt ist die Frage. 1, 2. Ganz am Start. Oh Mann. Muss eigentlich nur Ausschau halten nach etwas Rotem. So wie dem hier. Aha! Geh weg, du Arm, du nervst und du, der hier rauskommt auch. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr leiden als sonst. Es ist schon wieder passiert. Weil der Arm sich nicht schnell genug reinzieht. Bin zu schnell dafür.
Dreimal. Schwachsinn. Alter, das darf nicht wahr sein. Jetzt bin ich so hängen geblieben. Ah, es tut mir leid. Da ärgere ich mich jetzt aber drüber. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, dass meine Stimme jetzt erzürnt ist. So, jetzt lasst ihr Zeit. Warte, bis er weg ist. Jetzt. So, dann scanne ich das hier noch. Das Tor wurde entriegelt. Sehr gut. Oh, das ging aber schnell runter. Und das, meine Freunde, ist der Charge Beam. Und das hier ist irgendein Text. Oh, Clubschieß. Ja, es öffnen sich diese Clubschieß. Man kann die richtig schön wegballern. Wenn man den Chargebeam aufladet, platzen die nämlich in alle 10.000 Richtungen. Das ist auf jeden Fall was zum kaputt machen. Aber keine Ahnung. So, lade ich mal auf. Stirbt er davon? Nee. Eingehende Scandaten. Vermehrte Aktivitäten der Besten. Oh nein. Da drüben. Jetzt sollte aber eigentlich schon längst in eine Situation kommen. Ach, ich habe mich noch gar nicht gescannt. Ah nein, die Säure. Boah, die tut noch so heftig weh. Schrecklich. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass jetzt eigentlich mal eine Situation kommen sollte, bei der ich einen weiteren Container oder so finde. Ist da hoch auf jeden Fall. Ich muss aber nochmal speichern, damit ich volles Leben krieg. Tatsächlich ist das Spiel am schwersten, wenn man so ganz am Anfang ist, wenn man noch voll wenig hat. Das ist bei jedem Metroid so. Und auch in der Metroid Prime Reihe. Muss man halt irgendwie durch, ne? Also kommt der Dinger. Sehr gut. Jetzt kann man nämlich bei dem Charge-Beam auch endlich sein Leben anziehen. Da braucht man nicht immer hinlaufen, wegspringen, nehmen. Man macht einfach so. Und das wird dann hergesaugt. Super angenehm. Super, 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 super angenehm. Schaut euch das an. Bup, 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 bup. Alter, wie heftig die explodieren. Sprung und rauf und rauf und rechts und kurz gucken und dann Rakete. Spring, spring, nicht runterfallen bitte. Klein machen und da rein. Okay. Mann! Du dummen Viecher! Ich glaube, hier gibt es auch noch was zum Scannen. Mehrfache Haarrisse, Sandsteinblocke, Mauer gefunden. Ich glaube, dafür braucht man nochmal spezielle Raketen. Die gibt es aber erst später im Spiel. So wie ziemlich alles hier. Was ist eigentlich, wenn ich dann im Himmel hochschaue, sehe ich nur Wolken. Aber muss sagen, für ein Gamecube-Spiel, das 2001 rausgekommen ist, glaube ich, schaut das Spiel sehr gut aus. Und in der Remastered-Version schaut das brillant aus. Nur das Einzige, was mich nervt, was es zum Beispiel in der Wii-Trilogie gegeben hat, also Metroid Prime-Trilogie auf der Wii, wenn man geschossen hat, dann hat nämlich der Beam dann, wenn er durch den Raum fliegt, auch noch so Lichter erzeugt. Und das fehlt ein bisschen.
Wo ist Säure? Überall ist Säure. Was haben wir da? Plattform. Ach Gott, wie nervt. Ein Froschwesen? Kurz einmal umschauen. Okay, weiter. Schau, Reflexion von dem Ball gibt's doch auch. Warum nicht von der Waffe? Verstehe ich nicht. Aber naja. So, was kriegen wir jetzt? Ärger mit den Viechern? Ah ja, der Flammenwerfer-Boss. So ein dummer Boss. Oh, der ist so dumm. So, wir laufen jetzt erstmal im Kreis, bis oben dann das Ding rauskommt. Beziehungsweise kann ich ihn gleich scannen. Ah, das ist auch schon. So, einmal genau, dann werden die Wespen oben angefackelt. Dann kommen ein paar raus, weil die pissig sind. Ich muss denen aber recht geben, weil die haben mir nichts getan. Die chillen einfach nur da. So, noch ein Ballerer drauf gegeben. Okay, dich auch noch. Komm mal her, du kleines Vieh. Oh. Jetzt dreht er sich sehr schnell. So, wie oft muss ich den treffen? Viermal? Ja, anscheinend viermal. Was macht der? Er hat sich sehr schön bewegt auf jeden Fall. Ah, sehr schön geschafft. Ja, ja. Und wir bekommen die Powerbomben für den Morphball. Morphballbombe. Ich sammle das mal so ein. Ah, okay, geht gar nicht. Morphball-Bombe erhalten. Im Morphball-Modus bitte ZL A drücken, um eine Morphball-Bombe zu legen. Zusätzlicher Dateneintrag. Und was ein keiner sagt. Warte, wie war das auf Y? Was ist das für ein Knopf? Auf X. Jetzt kannst du auf X springen, das stand halt da gar nicht. Und wisst ihr, wie wertvoll das Wissen ist, dass man hier mit dem Ding springen kann? Hardcore. Und ein neuer Container. Und die brauchen wir auch. Cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da normalerweise andere würden, also ich selber auch, hab's dann so gemacht mit Bomben und dass man dann durch die Bomben springen kann. Aber nein, einfach mit dem Knopf X, den obersten Knopf, kannst du einfach springen. Es sagt einem keiner! Hier genauso. Und dann lassen wir uns von viel essen, legen ein paar Bomben und zerstören das. Bam! Somit erhalten wir Zugriff auf das hier. Machen wir Morphball-Modus, Hochspringen-Modus, Bombenlegen-Modus, Deaktivieren-Modus. Jetzt rennt die Zeit, ne? Natürlich. Ah, was machst du? Gott, ich Idiot. So. Jetzt fahren die Teile da hoch. Und
Mal schauen, ob ich da irgendwie reinkomme. Ich beeil mich ja schon. Wo? Da. Ich hab's geschafft! Alle drei Dinge aktiviert. Aha. Also wenn das jetzt nicht gut gelaufen ist, dann weiß ich auch nicht, was gut läuft. Oh, ein Power Tank. Mehr Energie, mehr Leben. Geh rein da! Aber... War das hier alles? Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Ja, von hier oben auf jeden Fall dann wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier hingucke... Gibt es sonst noch irgendwas von Interesse hier drin? Lass mich mal kurz überlegen. Das war halt der Weg, bei dem ich vorne noch nicht weiter kann. Wegen Säure und so. Ah, okay, dann komme ich nur hier raus. Und dann mache ich mir das auf. Und baller mal hier eine Runde durch die Gegend. Um den Viechern dort Einhalt zu gebieten. Hopp, 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 hopp. So. Okay. Kann ich vielleicht sogar da lang? Genau, da kann ich ja nicht weiter. Das ist auch eine Ofenanlage. Ah ja, klar, jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Als nächstes gehen wir wieder hier in diesen Raum zurück und dann kommen wir da oben hin. Genau, das werde ich jetzt machen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.